Treppen überwindest du mit dem Skevo Bro im sogenannten Treppenmodus. Im Treppenmodus kannst du die meisten geraden Treppen befahren. Fahre Treppen immer rückwärts hoch und vorwärts herunter. Um eine Treppe hochzufahren, fährst du rückwärts an die Treppe heran. Überprüfe, ob du gerade zur Treppe stehst. Wechsle jetzt in den Treppenmodus. Tippe dazu auf das Treppensymbol und halte deinen Finger auf dem Display gedrückt, bis sich der Kreis ganz schließt. Bewege den Joystick vor oder zurück. Damit bereitet sich dein Bro zum Treppensteigen vor. Ziehe dann den Joystick zu dir, um die Treppe hochzufahren. Dein Bro erledigt den Übergang vom Boden auf die Treppe ganz allein und wird deine Sitzposition fortlaufend anpassen, damit du stets gerade sitzt. Je stärker du den Joystick zu dir ziehst, desto schneller steigt dein Bro die Treppe. Drückst du den Joystick nach vorne, so steigt dein Bro die Treppe hinunter. Lässt du den Joystick los, bleibt dein Bro stehen. Fahre deinen Bro stets parallel zur Treppe. Dazu kannst du auf der Treppe leichte Lenkbewegungen machen, indem du je nach Seitenneigung entsprechend den Joystick nach links oder rechts drückst. Lenke aber nur während dem Hoch- und Runterfahren, nicht aber während du stehen bleibst. Das belastet die Raupen zu stark. Solltest du auf der Treppe einmal zu viel Seitenneigung haben, beschränkt dein Bro das weitere Seitwärtslenken, bis du die Neigung in die richtige Richtung korrigiert hast. Näherst du dich dem oberen Treppenende, so stelle sicher, dass dein Bro das Treppenende erkannt hat. Ist dem so, informiert dich dein Bro in der App mit der Meldung Treppenende erkannt. Fahre weiter die Treppe hoch, bis dein Bro von selbst anhält und die Stützräder auf den obersten Treppenabsatz abstellt. Dein Bro bestätigt dies in der App mit dem Hinweis Supportsystem ausgefahren und lässt zusätzlich auf der Steuerkonsole den grünen Stern erleuchten. Es ist wichtig, dass du dich am oberen Treppenende jedes Mal vergewisserst, dass dein Bro die Stützräder ausgefahren hat und der grüne Stern leuchtet. Vergewissere dich dessen, bevor die Radmitte der Haupträder die obere Treppenkante überschreitet. Ohne die Hilfe der Stützräder wird dein Bro an diesem Punkt nach hinten kippen und dich mit dem Kippschutz auffangen, den du nur mit Hilfe einer Drittperson wieder einfahren kannst. Oben an der Treppe angekommen, fährst du im Treppenmodus so weit zurück, bis deine Raupen den Mindestabstand von 50 cm zur Treppenkante erreicht haben. Um eine Treppe herunterzufahren, fährst du vorwärts an die Treppe heran, bis deine Raupen den Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zur Treppenkante erreicht haben. Wechsle dann in den Treppenmodus. Tippe dazu auf das Treppensymbol und halte deinen Finger auf dem Display gedrückt, bis sich der Kreis ganz schließt. Bewege den Joystick vor oder zurück. Damit bereitet sich dein Bro zum Treppensteigen vor. Bewege dich auf die Treppe zu, indem du den Joystick nach vorne drückst. Im Treppenmodus erkennt dein Bro den Treppenbeginn automatisch. Er fährt die Stützräder weiter aus und beginnt die Treppe hinunterzusteigen. Sind die Raupen ganz auf der Treppe, so zieht dein Bro die Stützräder ein. Unten an der Treppe angekommen, erkennt dein Bro das Treppenende automatisch und fährt die Stützräder aus. Drücke den Joystick weiter nach vorne, bis du die Treppe verlassen hast und wechsle dann in den Fahrmodus, um weiterzufahren. Sind die Platzverhältnisse am Treppenanfang oder Ende sowie auf Podesten beschränkt, so hilft dir der Treppenmodus beim Manövrieren. Vergewissere dich, dass dein Bro im Treppenmodus ist. Um dich zur Treppe hinzudrehen,
bewegst du den Joystick nach links bzw. rechts und dein Bro wird sich im sogenannten Manövriermodus abdrehen. Dazu senkt er dich leicht auf die Haupträder ab und du kannst dich an Ort und Stelle drehen. Nach dem Abdrehen bewegst du den Joystick wieder nach vorne bzw. nach hinten. Dein Bro wechselt vom Manövriermodus zurück in den Treppenmodus und ist bereit, die Treppe herunterzufahren. Beim Befahren der oberen Treppenkante erkennt dein Bro im Treppenmodus den Beginn der Treppe automatisch. Auch für das Bewegen und Abdrehen auf Treppenpodesten nutzt du den Manövriermodus. Bewege den Joystick nach vorne bzw. nach hinten, um dich geradeaus zu bewegen. Bewege den Joystick nach links bzw. rechts, um dich abzudrehen. Fahre dann auf den nächsten Treppenabschnitt zu. Hat dein Bro das obere Treppenende nicht erkannt, so kannst du die Stützräder manuell ausfahren, indem du in der App auf Treppenende manuell auslösen tippst. Dein Bro fährt dann die Stützräder aus und informiert dich in der App mit der Mitteilung Supportsystem ausgefahren. Bist du einmal ohne Smartphone unterwegs, kannst du die Stützräder auch über die Steuerkonsole manuell ausfahren. Tippe auf den Menüknopf oben rechts und wähle mit dem Joystick den Treppenmodus aus. Am grünen Stern auf der Steuerkonsole erkennst du, dass die Stützräder ausgefahren wurden. Erkennen die Sensoren deines Bros mitten auf der Treppe fälschlicherweise ein Treppenende, fährt dein Bro die Stützräder aus. Fahre weiter die Treppe hoch, damit dein Bro erkennt, dass noch weitere Tritte folgen und die Stützräder automatisch wieder einfährt. Sollte die Erkennung weiterer Stufen einmal nicht funktionieren, so fahre alternativ einige Stufen nach unten. Dein Bro wird die Stützräder einziehen. Fahre dann weiter nach oben. Überprüfe an der oberen Treppenkante, bevor die Radmitte der Haupträder die obere Treppenkante erreicht, ob dein Bro nun das Treppenende korrekt erkannt und die Stützräder ausgefahren hat. Ist der erste Tritt der Treppe sehr niedrig, so kann es sein, dass dein Bro mit den Stützrädern statt mit den Raupen die erste Treppenstufe berührt. In diesem Fall erkennt dein Bro die Treppe nicht selbst. Wechsle in den Raupenmodus, tippe dazu auf das Raupensymbol und halte deinen Finger auf dem Display gedrückt, bis sich der Kreis ganz schließt. Fahre so über die erste Stufe der Treppe. Dein Bro erkennt danach die Treppe anhand der Steigung automatisch und wechselt in den Treppenmodus.